Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute scheint mal richtig schön die Sonne hier rein. Das werden wir doch gleich mal ein bisschen ausnutzen. Heute geht es um die, na, bei dem Wetter nicht gerade notwendig, oder doch eigentlich schon, Isolierung des Fahrzeugbodens. Ja, wenn wir schon mal alles rausgerissen haben, inklusive Teppich, dann kommen uns halt hier diese wunderschönen Teile entgegen. Sowas wie diese hier. Das ist so die Isolierung, die unterhalb des Teppichs ist. Das heißt Schaumstoff, ganz normaler, popliger Schaumstoff. Der hat auch überhaupt keine Energie mehr drin, also der geht nicht wieder richtig auf. Und hier oben ist irgendwie so ein Kunststoffzeug drauf. Das ist jetzt noch eine recht gut erhaltene Matte. Anders sieht es hier unten mit der Matte im Fahrerraum aus. Da sieht man schon, dass der Schaumstoff fehlt, dass das hier alles aufgeplatzt ist, porös wird und auseinanderbröselt. Und ja, das will ich jetzt halt mal erneuern, aber nicht mit Schaumstoff, zumindest nicht mit solchen Schaumstoff, sondern mit, nennt sich das Polyethylen, ist das, glaube ich, geschlossenporiger Schaumstoff ist das. Und der ist halt wasserabweisend, weil wenn es geschlossenporig ist, dann sagt es ja schon, dann kannst du ja nichts aufnehmen, weil es geschlossen ist. Und ja, das möchte ich jetzt eigentlich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Am Dach habe ich es schon gemacht und jetzt möchte ich es halt für den Fußraum nehmen. Ja, und da sind wir dann auch schon. Hier haben wir die alten Matten zu liegen. Die zeige ich gerade mal, was das für ein Zeug ist. Man sieht es am besten an dieser hier. Das ist so ein unten ganz normaler, popliger Schaumstoff. Und oben drauf ist irgendwie so ein Gummizeug oder so ein Plastikzeug. Das wird aber so porös und spröde, das taugt alles nichts mehr. Das ist jetzt mal ein Teil von der Spritzwand auf der Fahrerseite. Hier geht halt die Lenksäule durch. Hier sind die Befestigungen von diesem Teil. Hier kommt so eine Spange ran, womit die Verkleidung unterhalb des Armaturenbretts mit befestigt wird. Und das soll halt noch ein bisschen Schall vom Motorraum mitschlucken, beziehungsweise auch vom Fahrwerk vorne. Und das geht halt gar nicht mehr. Das ist hier schon ziemlich porös. Eine noch recht gut aussehende Matte, das ist die hier außen. Linken hinteren Fußraum, die sieht eigentlich noch relativ gut aus. Auch von der anderen Seite. Hier sieht man halt überall noch so ein bisschen Karosseriekleber, der da mal rangekommen ist. Diese Stellen hier, da liegen noch die Kabel von, was wird das sein? Moment, muss ich mal selber gucken. Wenn das so drin liegt, ja, es wird von der Sitzheizung sein. Da laufen halt die Kabel unten durch. Jetzt zeige ich euch mal die andere Seite, die rechte Seite. Die sieht dann schon wieder ganz anders aus, weil total auseinandergebröselt. Die werde ich jetzt auch nicht als Vorlage nehmen. Das Tolle ist, dass sie spiegelverkehrt genau gleich sind. Insofern will ich jetzt die heile nehmen, weil die ist auseinandergedrückt. Die müsste eigentlich mehr so zusammen sein und das müsste auch mehr hier unten sein. Das ist schon alles verzogen. Man sieht es auch, hier ist ordentlich was reingesifft. Auf der Fahrerseite, da muss mal richtig kernig was ausgelaufen sein. Ich vermute mal Kaffee oder sowas. Ich habe da mal die Teppiche ausgewaschen, da kam ganz schöner Dreck raus. Andersrum, das Auto ist 30 Jahre alt. Da kann man das denn schon mal haben. Ja, hier haben wir noch die beiden vorderen Matten. Die sind übrigens schwer, die Dinger. Also nicht, dass ihr glaubt, das ist irgendwie leichter Kram oder so. Das ist jetzt die außer Fahrerseite. Hier sitzt halt die Fußraste, wo man den linken Fuß abstellen kann. Wenn ich das umdrehe, das gleiche Spiel. Hier ist schon überall der Schaumstoff weg, da isoliert gar nichts mehr. Das ist alles Firlefanzkram hier. So, und hier haben wir Beifahrerseite das gleiche. Hier löst sich alles ab, das kann man total vergessen, das Teil. Ja, die beiden vorderen muss man jeweils einzeln ausschneiden, weil die unterschiedlich sind durch die Pedalerie auf der Fahrerseite und die Lenksäule, die da noch im Weg ist und der Sicherungskasten, beziehungsweise halt die Fußstütze, die da noch reinkommt. Da muss das halt ein bisschen anders gemacht werden. Ansonsten hinten die beiden sind, wie gesagt, spiegelverkehrt identisch.
Also wenn ich die umdrehe, kann ich sie nach links oder rechts drehen und habe dementsprechend das, was ich haben will. Was nehme ich von Material? Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe es hier zu stehen. So sieht das neue Material aus. Man sieht es gerade ein bisschen schlecht. Gehen wir ein bisschen in die Sonne hier. Das ist geschlossenporiger Schaumstoff. Das heißt, der nimmt kein Wasser auf. Zwar sieht es jetzt offenporig aus, aber nur, weil man halt hier geschnitten hat. Deswegen sieht das so aus. Innen drin ist alles zu. Der ist jetzt ein bisschen dicker. 2 mm dicker wie das, was drin ist. Aber ich vermute mal, dass dieser alte Schaumstoff, der geht auch gar nicht mehr auf. Der hat gar keine Energie mehr drin. Dass der halt auch mal irgendwie so ungefähr 15 mm dick war. Und das sind jetzt hier 15 mm. Das ist jetzt ein Teil, was 1 Meter in der Breite misst und 2 Meter in der Länge, also 2 Quadratmeter. Und da werde ich locker jetzt die ganzen Teile rauskriegen. Ich habe übrigens fürs Dach, schon mal vorweg gesagt, habe ich auch eine solche Rolle gehabt, also 1 mal 2 Meter, allerdings mit 10 mm Stärke und selbstklebend. Die gibt es halt in diesen Varianten. Ich verlinke das unten auch nochmal, von welcher Firma das ist. Und ja, es kommt aus dem Campingbau. So, nur mal ganz schnell noch am Rande gesagt. Und ja, ich werde jetzt mal anfangen und das Ganze zurechtschneiden. Beziehungsweise erstmal auslegen, wie ich das mache, und dann schneide ich das zurecht. Und das zeige ich euch gleich noch. Ja, Leute, das ist ein Puzzle. So sieht es aus, wenn man, ich glaube, die gescheiteste Aufteilung vom Schnitt her für diese 5 Teile braucht.